Ich meine, den Rallye-Sport gehört genauso wie andere Sportarten heute zum kulturellen und sportlichen Leben von dieser Gemeinde. Und dafür ist es einfach wichtig, dass man ein Verein haben, der ganz aktiv ist und die sehr auch ganz seriös aufhängt, für so man wie möglich Leute zu derangieren und auch die Manifestation korrekt auflaufen zu lassen. Also ist natürlich auch wichtig, dass man so eine Manifestation, wie man sie schon seit vielen Jahren hier haben, auch können vier und feiern hier als Center von diesem Rallye. Ich meine, wir ganz viele Freunde vom Rallye-Sport sowieso schon mal an der Gemeinde wohnen, die das nicht wollen müssen. Und dann auf der anderen Seite müssen wir auch wissen, dass die ganze Restauration und auch die Hotellerie nicht nur hier an der Gemeinde, sondern auch in der Gemeinde rundherum ganz viel davon profitieren, dass sie ganz viele Equipen, die aus dem Ausland hierher kommen, ganz viele Supporter. Und das ist natürlich dann auch wichtig für die lokale Restauration und Hotellerie zu unterstützen. Also wir brauchen im Prinzip nicht ganz viel zu versprechen als Gemeinde, weil der Organisator, den die Kursen hier organisiert, hat sich selber bei den Gemeinden an das richtige Buch angeschrieben, weil vier und der Kurs als nur der Kurs, Straßen und alles was rundherum, das Circuit ist immer proper und korrekt an der Lust, dass alles geregelt von vier auf. Und das ist einfach wichtig, dass ihr wisst, dass du mit deinem Partner mit der Ecurie hier von Hausen zu tun hat, wo ihr wisst, dass was versprochen wird, von ihrer Seite auch angehalten wird. Und das tut sich schon mittlerweile so angebiegt, dass an sich auch die Gemeinde rundherum kein Problem damit haben. Im Prinzip haben wir dieselbe Gemeinde, aber das ist ein bisschen geändert. Weil ich meine, dass am Ende von uns alle gut, dass all Jahr ein bisschen eine andere Herausforderung tragen. Ein an die anderen, die geht den anderen Wege vor das Jahr. Mir will ich aber auch noch nicht verraten. All Buckel hat vier WP'en und die gehen dreimal gefahren, sodass wir am Ganzen so ab 100, dann die 40, 150 Kilometer WP kommen. Also, das Center ist heute der ganze Platz, wo wir hier stehen. Die Autos kommen ran, nur den vier WP'en. Und Dono ist ihre Gruppe. Und Dono geht dann der Service. Service ist ganz hier oben, die ganze Zone industriell, die wir hier haben. Und wie gesagt, auch die Leute sind herzlich willkommen, für auch heute Auto gucken zu kommen. Also, was du immens viel hilft, das ist bei Deutsch Schwätze gehen. Dann lässt du lauschen und ob ihr Wunsch ein bisschen angehen. Und dann haben wir eigentlich nicht viele Probleme. Wir schwätzen mal zu viel Leute und wir hatten bis jetzt nach Näherens. Ganz oder ganz, ganz selten mal etwas Negatives. Aber wann, da war noch nicht mehr ein so Dummheiten, was man einfach so konnte schon lesen. Ja. Und ist auch nicht mehr, also schwätzen mal Schritt verringern, dann. Wie es an den Büsch rauf, so können wir raus. Ja. Wir zwei, die Kieger nicht, wir sind die, wir gehen auf Gemengen. Wir machen alles rundherum, wir machen Strecken. Also ist so, wir sind schon, also schon, wir müssen für ein halbes Jahr angefangen. Löser, löst, das ist also mit Gemengen, weil die Monte machen. Und wenn wir das dann, da könnt ihr eine provisorische Genehmigung, und dann gehen wir auf Strecken, machen wir die. Ja, und dann, ja, da muss man warten. Also in halb Jahr haben wir immer Arbeit. Ja, ja, mit der Erfahrung, dass das Web ist. Wir hatten zwei Jacquet-Rallye, 2020, 2021. Und da war es ganz viel, an der Zeit ganz viel Know-how verloren gegangen. Ja. Und da haben wir ein bisschen, wie wir das Jahr angefangen haben, da haben wir ein bisschen knabbert drin. Und dann noch, ja, können wir mehr abladen. Punkt der Sicherheit auch von der FIA. Also, wir kriegen überall Hilfe. Und bis jetzt hat das immer geklappt. Also, da können wir schon noch nicht meckern. Ne. Also, der Rallye geht ohne Donnerstag so was mit der freiwilligen Aufnahme. Und Freitag können die Kippen dann Strecke aufhören und hier Notizen machen. Dann als um 4 Uhr der Shakedown. Auf der bekannten Strecke, wie immer, die geht bis auf 8 und dann die richtige Rallye startet man morgens, samstags morgens um Erdauer. Und das geht so bis auf, ich gebe so eine 11 Uhr Preisverteilung fertig ist.